schönen Abend oder gute Nacht, ich weiß nicht. Ja, alles möglich. Es kommt drauf an, wie seid, wie sie uns schaut. Und schon, dass ihr das seid. Vielleicht Deutsch ist ein bisschen schwierig, weil es nicht meine Sprache ist. Und ja, Grammatik und Konjunktur, alle ein bisschen schwer sind. Aber es geht, wichtig ist, man versteht, was man meint. Zum Beispiel, heute gibt es ein neues Video. Und zuerst, ich wollte euch allen grüßen. Alle Schüler, für die Gasse, Lehrer und Lehrerinnen, Frau Direktorin und alle Kinder. Und ja, Mohamed Salim auch. Ich grüße ihn, weil, wow, ich schreibe immer Schönes in Kommentar bei unserem Kanal. Und das ist super. Heute, wir sind bei Musikschule, die dritte Klasse. Sie machen jedes Jahr etwas Schönes, Neues, immer unterschiedliche, damit die Kinder immer dran bleiben, ja, mit ihren Talenten. Und es gibt hier wirklich etwas Schönes für die Kinder, unsere Kinder. Und die sind talentiert, Musik zu spielen. Und dieses Jahr haben wir das Thema gemacht, UFO. Ja, und es war toll. Und es gibt hier die Kinder, die haben ein bisschen erzählt, was es heißt. Und ja, ich bitte euch, wenn ihr neu da seid, bitte abonnieren unseren Kanal, kommentieren wie immer und drücken auf die Glocke damit und schreiben Sie was da unten. Wie ihr findet das Video und wie haben die Kinder gespielt und was muss man ein bisschen verbessern so. Ja, und ich liebe euch allen. Bis dann und viel Spaß beim Zuschauen. Papa, tschüss. Wir schreiben das Jahr 2164. Wünsche und Träume, die gibt es immer noch, auch im 22. Jahrhundert. Hallo. Und warum? UFO. Wir haben
ausgedacht, irgendwie, dass wir ein bisschen was Science Fiction machen. Wir haben dieses Stück vom Fidula Verlag uns irgendwie bestellt und haben in den letzten 2 Wochen mit den Kindern gearbeitet. Das machen alles die Kinder, also wir spielen die Bands, machen nur Kinder, der Chor sind nur Kinder, Schauspieler, die Kulissen, die sie sehen, die Technik, also es wird alles von den Kindern gemacht. Und ich hoffe, Sie haben einen Spaß und eine gute Unterhaltung, wenn Sie sich das anschauen. Ja, und mein Sohn Alexe, er hatte 2 Wochen. Er hatte Mama, es ist wirklich super toll. Wir hatten Probe für 2 Wochen und heute ist jetzt dieses Konzert oder so. Ja, wir haben heute schon 2-mal am Vormittag gespielt für Volksschulen. Und die Kinder müssen insgesamt 8 Aufführungen haben. Ja, also es ist, wird Ihnen viel abverlangt. Darf ich Ihnen eine Frage? Wie sind Sie geplant oder vorbereitet? Naja, wir haben halt mit den Kindern gemeinsam in einzelnen Gruppen gearbeitet. Da hat es eine Bandgruppe gegeben, einen Chor, die Tänzer, die Schauspieler und die Technik und Kulisse. Und die haben in einer Woche das alles gearbeitet. Und jetzt haben wir es zusammengeführt. Was wir sie jetzt dann sehen, ist das Ergebnis. Wir sind ganz stolz, ich muss mittlerweile sagen, die Kinder sind so super und die machen alles mittlerweile von ganz alleine. Es ist eine große Freude, mit so engagierten Kindern zusammenzuarbeiten. Ich kann nur Ihnen gratulieren und bis dann, wir sind da. Genau, ich auch noch da. Danke. Okay. Danke für die Arbeit. Patrick, nimm noch das mit für die Reise. Ein Amulett? Da ist bestimmt Sternschnuppenstaub drin, oder Jane? Schon möglich. Tschüss. Letzter Aufruf, Reisende für das Space Shuttle XXL23 zu Alpha 2, bitte Platz nehmen. Reisende zu Alpha 2, bitte Platz nehmen. Und da sind wir schon, eure Reisebegleiter, nämlich Barrett und Dill. Im Namen unserer Weltraumreiseagentur mit dem sinnigen Namen Die ganze Welt, all inclusive, begrüßen wir euch zu einem ganz besonderen Super-Mega U20 Weekend auf der Oberpleite. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Spannung. Noch keine Spannung, ich bin schon aufgeregt genug. Hey Lincoln, schwimmen wir nicht gleich im Shuttle herum, wenn es keine Schwerkraft mehr gibt? Lena, hier gibt es lokale Gravitationsverstärker. Schau, die sind unter unseren Sitzen eingebaut. Du kannst dich also gemütlich zurücklehnen. Schade, wie langweilig. Bitte anschnallen, wie eben ab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Erfolgreicher Start und schon sind wir wieder da, nämlich Barrett und Dill. Dill. Gleich bieten wir euch die erste Attraktion dieser Reise an, nämlich ausgerechnet heute. Und extra für euch hat sich ein Sonnenwind auf den Weg gemacht. Und dringt gerade jetzt über den Nordpol in die Atmosphäre ein. Werft einen Blick aus dem Fenster. Danke, dir, die Nordlichter von oben sehen, in ihrer ganzen Pracht. Wer genug davon hat, kann auch Barrett ansehen in ihrer ganzen Pracht. diese Attraktion haben wir nicht eingeplant, oder Barrett? War das vielleicht eine Idee von unserem Piloten? Hey, Mr. Pilot. Ja, mit Widmung mit der Tat nicht gerechnet. Wir hatten wir nicht auf den Schirm sozusagen. Hoppla, das wird ja immer schlimmer. Wir sind anscheinend in einen nicht gemeldeten Mittriebsschaden geraten. Versuchen weitere Kollisionen zu vermeiden. Achtung, das Außenmanöver beginnt. Hey Lisa, immer noch langweilig? Schau mal aus dem Fenster. Echte Meteoriten. Da, wir haben die Kieselsteine. Und jetzt so richtige Brocken.
Wir finden uns in Musikschule und heute gibt es UFO, kein Wunsch ist Schnuppe. Und ich möchte dich fragen, was heißt das denn? Also, es geht darum, dass fünf Freunde halt sich am Weg zum... Also sie wollen einen Ausflug machen. Also jeder Wunsch geht zur Erfüllung. Ich freue nicht. Ja, und dadurch finden sie Aliens, sie werden auch Sternschnuppen begegnen und andere coole Sachen. So, ich heiße Vivian. Und wie heißt du? Ich heiße Annabelle Arthur. Annabelle. Ich habe mir noch die Nase. Hallo, süße Annabelle. Hat mich gefreut. Es hat mich gefreut, mit Annabelle zu treffen und heute zu reden. Wie heißt du denn? Emily. Hallo, süße Emily. Wie geht's? Gut. Gut, auch gut. Ja. Hallo, wie heißt du denn? Samina. Hallo, Samina. Und ja. Wie schwer war heute? Es ist sehr. War schwer, leicht, zufrieden. Ich will das erzählen. Dankeschön. Es ist auf jeden Fall sehr leicht, nicht schwer und es ist angenehm. Ja, und ja. Sehr lustig. Ja. Wir machen Texte, die Texte sind super. Sehr gut. Nein. Ja. Ja, Samina sagt, es war angenehm, leicht und super. Das heißt, die Lehrer haben es super gemacht. Ja. Mhm. Eine Woche, zwei Wochen Vorbereitung? Eine Woche und ein Tag. Wow, das muss ein bisschen anstrengend sein. Ja. Ja. Nein, eigentlich das ganze Jahr. Ja. Und wie fühlst du dich heute? Ich fühle mich gut. Du strahlst. Sieht man, dass sie zufrieden ist. Das ist super. Gratuliere an Lehrer und das ist eine gute Schule, die jedes Kind mit dem super Talent kann kommen und seinen Spaß zu haben. Und du hast getanzt. Wie bist du zufrieden? Es ist nervös, bevor man auftritt, aber auf der Bühne, wenn du kleine Sachen machst, die ein bisschen schlimm ist, dann bist nicht dem Publikum auffallen, aber eigentlich ist es sehr leicht und ja, auch sehr lustig, das zu tanzen. Grüß Genande. Und jetzt wollen wir jemanden grüßen. Ich grüße meine Familie, an meine Familie und meine Freundin, Helene. Wer grüßt du? Ich grüße Sarah Gassi, ich grüße Kayane, ich grüße Dani, ich grüße Sukla, ich grüße meine Schwester Sophia, ich grüße meinen Bruder Lukas, ich grüße meine andere Schwester Stefanie, ich grüße meine andere Schwester Katharina, ich grüße meinen Vater, ich grüße meine Mutter, ich grüße meinen Onkel, meine Tante, alle. Vater, Mutter, alle Enkelkinder, alle Oma, alle Lehrer, Schüler, Frau Direktorin, liebe Grüße. Und? Ich grüße meine Schwester, meine Cousine Seri. Und wow! Ja, das war's. Okay, Papa! Tschüss! Ja, vielen Dank und es hat mich sehr gefreut, auch so die Kinder zufrieden zu sehen. Sie strahlen und das ist ja gesund, sie zählen. Kann ich auch mal sagen. Zählen. Ja. Bitte schön, sagst du was? Okay. Und wenn ihr auch mitmachen wollt, ist die MS Dietrichgasse Mittelschule. Meldet euch an. Meldet euch an, ist eine tolle Schule. Tolle Lehrer. Kein Rassismus, alles ist gut. Kein Mobbing. Okay. Keine Diskriminierung, alles gut. Tschüss. Ja. Komm. Ja. Habe gesagt, alle bitte, ganz Österreich, ganz Wien, ganz Bezirk, alle talentierten Kinder kommen in diese Schule, die Drittklasse. Super Lehrer, toll. Direktorin. Gute Fächer. Alle Farbe haut. Egal welche Farbe. Rot, Grün,
Grau, keine Ahnung, andere Farbe, keine Ahnung, oder wie? Alle, wir sind die Familie. So. Bis dann. Tschüss. Selbst ans Ruder, neben den Weltraumscooter, kleiner Ausflug ins All, ist auch ganz euer Fall. Hey Leute, ich glaube, das ist was für uns. Mal raus aus der Station. Nur wir fünf, ganz allein. Wir haben genügend Chips. Was machen wir? Einverstanden? Claro. Transportieren sich halt. Ja. UFO sind halt Flugobjekte von Aliens. Und sie sind halt im Aal und die vier Freunde verschwinden halt ins Aal und dort tun sie ein Abenteuer. Ja, und suchen das UFO, weil sie in ein Abenteuer geraten und irgendwie wieder zurück auf die Erde gehen. Wie bist du denn heute zufrieden? Also ich bin sehr zufrieden. Ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Rolle. Ich habe eine Hauptrolle bekommen und ich finde, wir machen das sehr gut. So, über Rolle. Welche Rolle hast du heute gespielt? Ich habe eine Hauptrolle gehabt, einen Flugbegleiter namens Dylan. Aber ich muss auch ein sehr großes Lob an die Tänzer aussprechen, weil die machen die ganze Show noch besser. Er hat die Flugbegleiter.
Wow, das ist interessant. Und welche Rolle hast du heute gespielt? Ich spiele einen Gast und ich bin Tänzerin. Ich tanze dann. Und ich und meine Kollegin haben einen großen Auftritt am Ende. Überraschend. Bitte immer Kamera schauen. Sie ist die Tänzerin, oder? Ja. Sie hat so super getanzt heute. Und welche Rolle hast du heute gespielt? Ich bin der Pilot, der das Flugzeug zur Raumstation Oberfläche bringt. Der ist der Pilot. Und ja, wie war anstrengend oder leicht? Die Proben geben einen Flugzeug noch immer regelmäßig Pausen. Und alle haben mitgearbeitet und war viel. Aber letztendlich zahlt es sich auf jeden Fall aus dafür. Man bekommt ein sehr großes Publikum und es ist sehr spannend auch zu sehen, wie man mit seinen Kollegen arbeiten kann. Und wie war diese Vorbereitung? Die Vorbereitung war anstrengend, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben einfach alle als eine Gemeinschaft alles aufgebaut, geprobt. Wir hatten viel, sehr viel Spaß und ich hoffe, heute wird es einfach cool, die Aufführung. Ja, und wie der Lehrer sind zufrieden? Waren alle brav heute oder während der Probe? Während der Proben waren nicht alle so brav. Aber die Lehrer sind zufrieden mit uns, sagen, wir haben einen guten Job geleistet. Weil die Band spielt alleine, die Schauspieler machen auch alleine und der Chor singt auch alleine. Halt in der Zeit. Man muss ja halt auch bedenken, dass wir das Stück selbst, die Band macht alles alleine. Wir haben einen Chor, die mussten alles auswendig können. Die Schauspieler mussten alles auswendig. Ja. Also ich glaube, die Lehrer sind sehr zufrieden. So, jetzt Grüß genannt. Jeder soll jemanden grüßen, der im Herz hat. Hast du jemanden zu grüßen? Bist du oder jemand oder ich oder er oder sie oder wer bist du? Ich grüße meine beste Freundin, meine Familie und natürlich Gott, dass ich heute hier am Leben sein kann und glücklich sein kann. So, wer grüßt du? Ich grüße meine Klasse, alle. Ja, auch Gott, dass ich jetzt hier bin. Wow, interessant. Auch Gott, wenn es so junge Kinder an Gott zu erinnern, das ist sehr wichtig. Und hast du jemanden zu grüßen? Ja, ich grüße an meine Familie, Gott und meine Klasse, weil die sind der Grund, dass wir überhaupt ein Stück machen dürfen. So, hallo. Ich grüße alle Musikklassen. Alle Musikklassen, grüß mal die alle. Hallo. Und Lehrer, Frau Direktorin und. Ich habe mir was gewünscht. Was denn, Lisa? Das verrate ich dir jetzt nicht. Ich ahne es. Es hat vier Beine und wie hat und... Psst. Und du, Lena? Du wünschst das eine tolle Ahnung mit dir. Es geht dich überhaupt nichts an, Clara, oder? Ich weiß es trotzdem. Halt die Klappe und verdirb uns nicht diese Wahnsinnsnacht. Sei froh, dass ich unsere Eltern überredet habe. Und nämlich dürfte dir gar nicht mehr rausgehen. Und dann noch so viele Sternschnuppen auf einmal. Jetzt bin ich müde. Warte einen Augenblick. Emma und Anna wollten auch noch kommen. Falsche Reihenfolge, Lena. Du meinst Anna und Emma. Hey, da sind sie ja. Hallo. Wie habt ihr es denn geschafft, von zu Hause wegzukommen? Es war richtig spannend. Erst mit dem Leisen ins Wohnzimmer gestichen und dann sind wir aus dem Fenster gesprungen. Emma, übertreibt nicht. Das Wohnzimmer liegt ja im Erdgeschoss. Oh mein Gott, so ein Mordsprung. Habt ihr auch die Sternschnuppen gesehen? Na klar, auf dem Weg hierher. Und ich hab's gewünscht. Klar, aber ich verrate es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt fangt ihr auch schon diesen Kinderkram an. Hey Lincoln, was machst du da? Das sind eure Sternschnuppen. So sehen sie wirklich aus. Nur ein bisschen Staub und Dreck. Fliegen nur schneller, lässige 200.000 Stundenkilometer. Und dafür glühen sie, wenn sie auf die Erdatmosphäre treffen. Wir wissen es, Lincoln. Laber nicht rum. Schau mal in den Himmel, da sind wieder welche. Nee, das ist was anderes. Da fliegt etwas den Himmel entlang. Es ist bunt und leuchtet geheimnisvoll. Kann nur ein UFO sein, haha. Na klar, ein UFO, was denn sonst? Ja, UFO.
Wow, du bist so hübsch, schon angezogen. Das heißt, gibt es heute Fest oder was gibt es denn heute? Kannst du uns erzählen, was machst du heute? Heute gibt es ein Musical, kein Wunsch und Schnuppe. Es geht um Info, Weltraum. Okay, ich habe gesehen, Mikrofon hast du da. Spielst du eine Rolle heute? Was bist du denn heute? Was machst du? Ich bin Herbin, eine Fluchtbegleiterin und Festbringungsstellen. Also Marcel, aus der Fluchtbegleiterin. Wie bist du zufrieden oder vorbereitet heute? Ich bin wirklich sehr gut vorbereitet. Ich bin wirklich sehr gut sehr zufrieden, dass ich damit erreicht habe. Willst du jemanden grüßen? Ja. Hallo Anja, hallo Mama, hallo Papa. Ja, Papa wird gegrüßt. Hallo Papa und hallo Anja. Und bis dann. Bis dann. Papa. Ja. Uff, das Rumpeln hat endlich aufgehört. Aber da, schaut mal, das kleine bunte Leuchten, es ist wieder da. Unser UFO, ganz nah. Jetzt ist es weg. Wie schade. Liebe Reisende, die Gefahr ist vorüber. Unser Space Shuttle XXL-23 wird in 2 Minuten an die Raumstation OFI-2 andocken. Zu ihm werden die Bremsraketen ausgefahren. Achtung, wir landen. Und jetzt sind wir endlich am Ziel. Und nachdem ihr alle eingecheckt habt, unterhalten wir euch wieder, nämlich Barrett und Dylan. Ja, Dylan, was erwartet unsere U20-Freunde auf der Overflight 2? Tja, die unvermeidliche Show. Space is next Topmodel. Aber auch Specials wie Space Jetski und Space Bungee. Und für unsere Individualisten? Ausflüge mit den selbstgelenkten Space Coopern. Und für die Papa Spaceiger Klamotten? Die große Show, Space's Next Topmodel. Und für die Jüngeren? Die schwerlose Hüpfburg. Und für die Verliebten? Die schwerlose Hüpfburg. Ah, sorry, kleiner Versprecher, natürlich die Disco ohne Schwerkraft. Ich würde lieber unser buntes UFO suchen. Da hast du ausnahmsweise mal recht, Lisa. Dieses UFO-Teil macht mich total neugierig. Sehr beeindruckend, was die Kinder hier wieder auf Alex. Alex, sehr, sehr gut. Und? Wie haben heute gefahren Sie diese UFO-Thema? War lustig oder interessant? Ein sehr passendes Thema. Und vor allem jetzt, wo die Sonnenfinsternis war, genau zu der Zeit, hat den Kindern sehr gefallen. Wir haben uns vorher auch viel damit auseinandergesetzt. Okay. Haben Sie jemanden zum Grüßen? Hallo, Sie sagen? Oh, ja, natürlich an alle meine Schüler in der Klasse. Vielen Dank. Wiedersehen. Sonnenwindtee, Sternschnuppenshake, was du da alles auf deiner Karte hast. Schöne Namen hast du dir ausgedacht, Jane. Ach, das sind nicht nur Namen. Und wo hast du die Zutaten dafür her? Ich hab da so meine Connections. Direkt zu den Sternen, na klar. Ein Sternschnuppentee, Jane. Ein Sternschnuppenshake, Chefin. Gibt's heute Sonnenwindtee, große Medizin vor? Für mich auch eine, bitte. Und du, Lincoln, was kriegst du? Für mich eine Cola, sorry. Okay, klar, Linken. Wie geht's aus der Feier, Leute?
Ja, wir machen alle zusammen einen Wochenendtrip zu Overflight Hill. Moment, das ist doch... Genau, die neue Raumstation über der ISS. Ihr mit dem Space Shuttle und jede Menge Action auf der Station. Und kurz fliege raus ins All. Und vielleicht finden wir dabei unser UFO wieder. Euer UFO? Psst, Emma, das ist doch unser Geheimnis. Sternschnuppen und so eine Art UFO, das passt zusammen. Habt ihr euch was gewünscht? Na klar. Passt auf, was ihr euch wünscht. Es geht eine Kraft von euren Wünschen aus. Es kann viel passieren, wenn sie in Erfüllung gehen. Alexa, Grüße gehen raus an dich. Ich grüße auch Emily. Und ich will noch dazu sagen, unsere Schule ist sehr gut. Wir machen immer solche Sachen. Und ja, kommt alle zu unserer Schule. Wunderbar. Ja. Mhm. Und hast du was heute gemacht? Hast du eine Rolle gespielt? Ich bin morgen dabei. Was machst du morgen? Ich bin eine Esoterikerin. Oh, okay. Ja. Viel Spaß denn. Danke. Oh, okay.
Mama, wie war es? Grüß meine Mutter. Na, sag mir alles. Wie war für dich heute? Es war sehr gut heute. Sehr, sehr gut. Ja. Was hast du gespielt? Ich habe was gespielt. Ah? Bist du zu viel mit der Schule? Ja, ja. Okay. Ich grüße meinen Bruder hier. Hallo. Wie war heute für dich? Für mich war heute sehr gut, weil wir für euch vorstellen können. Und, ja. Und unser Team war sehr gut. Also wir haben halt sehr gut gespielt. Okay. Super. Und jetzt zeigen die Sieger von Spaces Next Top Model die abgefahrensten Raumanzüge der Saison. Und dazu singen die Space Girls! Eine Fotografie. Bitte alle Schule abonnieren meinen Kanal und TikTok, Instagram und Facebook. Hallo Amanda. Yo, David. Wie bist du so wütend? Erzähl mal kurz. Es ist ganz cool. Es macht wohl Spaß mit den Schülern, das zu machen. Und es ist einfach gut chillig hier und so. Ja, es ist einfach gut. Die liebe Amanda sagt, es war chillig und cool. Und was sagst du? Anstrengend oder? Nein, alles wirklich super, ist wirklich chillig, alles so nett, man hat so viel Spaß miteinander und es ist einfach sehr cool. Das ist ein cooles Erlebnis im Leben, weil das passiert ja nicht ein paar Mal, sondern einmal im Jahr und das hat man an so viel Erfahrung und das hat echt cool. So was passiert nicht im Jahr und das ist wirklich cool und chillig. Und die Leute wollen wissen, die hübsche Damen so Mädel, welche Rolle haben heute gespielt? Und bitte erzähl uns, welche Rolle hast du gespielt heute bei UFO? Also ich bin beim Musical Ellen, ich bin ein Junge und ich bin einer der Hauptfrauen, also von den fünf Freunden. Ich bin Tänzerin und auch ein Teil vom Schauspiel und ich tanze als Erde und im ganzen Spiel auch. So, wirklich heute ist ein wunderbarer Tag und ohne zu grüßen geht nicht. Heute wollen wir unsere Lehrer, Frau Direktor, ihre Freunde, Familie grüßen. Wollen wir? Ja. Grüßen mal jemanden? Hast du jemanden zu grüßen? Ja, meine Familie und die ganze Musical-Gruppe, weil ich mag einfach alle hier und alles ist sympathisch. Ja, ich grüße auch meine Familie, ich grüße diese ganze Gruppe mit der wir das machen und ich grüße einen guten Freund von mir. So, gib mal Herz. Herz. Und bis dann. Ja. Bleib da, bis dann. Mann, das geht ja ab. Toll für kleine Scooter. Aber gut, dass du mit Sandy vorbei bist. Ja. Warum? War doch cool. Naja, schlecht ist mir trotzdem. Ziemlich einsam hier. Schon unheimlich und ganz allein. Hey Leute, schaut mal, da vorne in Richtung Erde sind nicht allein, da bewegt sich was. Oh nein, das ist doch nicht wahr, das kleine Leuchten ist wieder da. Das muss unser UFO sein. Los Leute, das schauen wir uns genauer an. Vergiss es, die Scooter dreht schon wieder Richtung Raumstation. Was für eine Gelegenheit. Wir müssen doch etwas machen. Aber was? Ist doch alles programmiert. Wir deaktivieren einfach den Autopiloten. Wo ist nur dieser Off-Schalter? Lincoln, drück dich auf alle Knöpfe herum. Du machst doch was kaputt. Lincoln, was machst du da? Warte, gleich habe ich den Code des Autopiloten gehackt.
lenken. Das schaffst du. Du bist auch sonst sauber, Hacker. Genau, jetzt hab ich's. Versuch mal zu lenken, Lena. Es funktioniert. Und richtig Gas geben kann ich jetzt auch. Könnt ihr auch bremsen? Das kriegen wir noch in der Zeit raus. Jetzt kommt schnell, wir müssen das UFO einholen. Achtung, jetzt dreht es ab in Richtung Erde. Gasalarm. Jetzt zieht es Richtung Mond. Ganz schönes Tempo. Wir können aber auch noch einen drauflegen. Nichts hinterher. Wow, was für ein Bild. Ganz großes Kino. Extra für euch zwei. Ach, Ellen, es ist einfach nicht zu begreifen. Nur wir, der Mond, das kleine Leuchten und die Stille. Hallo lieber Alexander, was gibt's denn heute? Kannst du uns erzählen? Ja, heute habe ich ein Musical in der Schule. Okay, welcher Thema ist das? Über ein UFO. Okay. Okay, was spielst du? E-Gitarre. E-Gitarre. Okay, viel Spaß. Danke. Tschüss. Funkverbindung zur Overfly 2. Ihr wisst nicht, was euch droht, ganz ohne Autopilot. Ihr müsst selbst navigieren, da kann allerhand passieren, da kann allerhand passieren. Lincoln, red doch mit ihm, ich krieg Angst. Achtung, Overflight-Hub bitte melden. Overflight-Hub bitte melden. Dieses Weltraumboot fährt nur mit Autopilot. Ihr geratet gleich in Not, ganz ohne Autopilot. Achtung, Overflight-Hub bitte melden. Overflight-Hub bitte melden. Dieses Weltraumboot fährt nur mit. Kein Kontakt, kein Kontakt, kein Kontakt. Habt einen ziemlich beschränkten Wortschatz, der Witzbold. Ich glaube, der hilft uns nicht mehr weiter. Und das UFO ist auch weg. Alan, ich hab Angst. Hier ist alles so öde. Schaut mal, dort hinten. Ein Leuchten. Eine Stadt. Eine fette schwarze Wolke. Ein Meteoritenschwarm.
Tut doch was! Sind hinüber. Diese blöden Brücken, denen konnte ich kaum ausweichen. Aber das sieht doch toll ausgedreht mit dir am Steuerfänger. Was sollen wir jetzt noch tun? Wir haben kaum etwas zu essen und zu trinken. Wer weiß, wie lange unser Sauerstoff noch hält. Ja, vielleicht suchen wir uns ja die Leute von der Raumstation. Nee, du hast doch gehört, was dieser Roboter vor sich hingeblubbert hat. Leute, wir müssen unser UFO suchen. Das ist unsere einzige Chance. Ah, ich hab Angst. Jeder Schritt ist eine Qual, diese blöden Raumanzüge. Wieso? So ein kleiner Moonwalk kann doch nicht schaden. Lincoln, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um so schlechte Witze zu machen. Leute, schaut mal dort hinten. Ein Leuchten, eine Stadt. Lena, du bist im Fieber, bei minus 130 Grad. Nein, Lincoln, ich sehe es doch. Leuchtende Hochhäuser. Hochhäuser auf dem Mond, ich lach mich kaputt. Wer weiß, wo sie herumirren. Du musst mir helfen, Jane. Hier, nimm mal Schluck. Hilft ja doch nichts, ist wenigstens schon warm. Gar nichts hilft.
Am Rückweg habe ich wieder Sternschnuppen gesehen und ich habe mir so sehr gewünscht, dass sie wieder zurückkommen. Ach, was soll die Wünsche weiß? Eh alles nur voller Zauber, oder Jane? Drei Sternschnuppentees und was Süßes? Die Wünsche gehen direkt in Erfüllung. Oh wow, Leute, seht mal hier! Hey, euch kenne ich doch aus dem Fernsehen. Ihr wart doch in den Nachrichten. Schon im All. Auf einem anderen Sender hieß es, ihr werdet von Außerirdischen entführt worden. Mensch, ihr seid wieder zurück. Wie war's? Sind Außerirdische grün? Sind sie niedlich oder eklig? Hey Leute, bist du schon wohl berührt, oder? Also, Außerirdische sind... Komm, Nikolaus, stecken, da ist Lisa. Lena, Lincoln, seid ihr es wirklich? Mein Wunsch! Alan, Emma, wo kommt ihr denn so plötzlich her? Ja, eben war er noch. Also, ich begreife es nicht. Egal, wenigstens seid ihr hier. Thank you.
Kommt, setzt euch. Ich gebe euch eine bunte Sternschnuppe aus. Und du, Lincoln, wieder eine Cola? Nee, heute mal Stilecht. Ich nehme auch so einen Schnuppentee. Hey Leute, kommt mal raus, da draußen. Da gibt's was zu sehen, was cool ist, was aufregend ist. Kommt schnell. Unser UFO, so groß und so bunt, zum Greifen nah. Es bewegt sich langsam von der Erde Richtung Mond. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie wir wieder hierher gekommen sind. Ich glaube, ich habe auch so eine Ahnung. Na klar, das muss unser Taxi gewesen sein. Und wer war der Chauffeur? Das war doch so ein Typ. Psst, behalt deinen Traum. Grüße an alle, die alle da waren, an die Zirkelgruppe und Familie. Ich grüße alle, Grüße alle, meine Familie. Hallo, wir grüßen alle, alle die hier waren. Danke, dass ihr dabei seid. Alles Viva. Ja, es war schön, wieder cool. Du hast es da ganz schön. Ganz, ganz gut. Alles schön und so. Sehr schön gemacht. Und ja, Alex war der Beste. Viva, Antonia. Gut. Jakob Hof. Wir waren für den Tanz zuständig, meine Kollegin. Lisa Fussi. Und die Vivian, wie heißen Sie? Lisa Fussi. Okay. Können Sie uns ein bisschen für heute erzählen, wie war alles zusammen, Anfang bis Ende? Wie sind Sie zufrieden? Wie die Kinder sind zufrieden? Zu viel gehabt und so mit Vorbereitung, alles? Also ich bin sehr zufrieden, wir waren für den Tanz zuständig. Ich war heute im Hintergrund quasi, habe die Kinder die Kostüme angezogen und habe geholfen quasi, dass das Ganze von dem her glatt abläuft. Mhm. Ich bin sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Genau, ich auch. Ja, ich glaube, die Kinder hatten sehr viel Spaß, das ist das Wichtigste. Und genau, bin ich sehr zufrieden mit dem Proben, wie das alles gelaufen ist und auch heute. Ja. Super, er hat die Kinder Kostüm angezogen. Und was war deine Rolle? Ich war jetzt da und habe ihnen ein bisschen die Tanzschritte angezeigt. Super, es war wundervoll. Wir sind schon müde, es ist aus jetzt, wir müssen jetzt nach Hause gehen. Und wollen Sie jemanden grüßen? Direktor, Kollege, Schule und so? Alle. Okay. Hallo, tschüss. Tschüss, Baba. Vielen Dank. Ja, schönen Tag. Danke. Komm schon nach Hause. Ja.
Ja, es war super heute und ja, ich kämpfe mit Deutsch, aber es geht. Kein Problem. Dankeschön. Dankeschön an die Frau Direktor, dass sie uns sowas überhaupt angehen lässt in der Schule. Es war jetzt doch 2 Wochen Chaos, ja, und 2 Wochen kein normaler Schulbetrieb. Und das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen eine Unruhe, das da reinbringt in das Schulhaus. Aber ich glaube, es belebt auch und ich glaube, dass es auch sehr wichtig und auch ganz eine tolle Erfahrung ist für die Kinder. Ich möchte mich auch bedanken bei meinem wunderbaren Team, beim Lehrerteam, die wirklich mit so einem Einsatz und mit sehr viel Überstunden, die wir da reinstecken, und aber trotzdem das mit so einer großen Freude machen und die Kinder so begeistern können. Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die tollen Kinder, die Sie uns an die Schule bringen, die sowas auch aushalten. Ja, Sie müssen sich vorstellen, die spielen jetzt 8 Vorstellungen in 3 Tagen. Also das ist schon fast Profi oder fast Überprofi-Niveau, ja, von dem, was wir den Kindern hier abverlangen, aber sie machen es mit so einer Hingabe und mit so einer Freude und es ist großartig auch zu sehen für uns, was man da lostritt und was dann irgendwie auch bei den Kindern passiert. Wir spielen heute das Stück UFO, kein Wunsch ist Schnuppe. Ein Stück, das in der Zukunft spielt, eine Gruppe Jugendlicher reist ins All und erlebt dort so einiges und schauen Sie doch selbst, was da alles passieren kann. Gute Unterhaltung und einen schönen Abend. Ganz kurz möchte ich auch noch. Ganz kurz, jetzt. Möchte ich auch noch die Band einzeln vorstellen, weil die wirklich einen großartigen Job gemacht haben. An der Gitarre, Alexander. Ja! Am Bass, Ivan. Ja! Am zweiten Bass, oder auch am Bass, Adrian. Am Schlagzeug, Oliver! Und unsere großartigen Keyboard-Mädels, die Hanna! Und die Dunja! Und die Anja! Und die Yui! Und die Sil! Und dann haben wir hier noch die Berger Chinesen. Da haben wir einmal den Georgi, den Leon, den Tarik, die Samira, die Ötschrin und den Samuel. So, jetzt haben wir alle. Ja, bitte, wir müssen noch sagen, die 4. Klassen sind tot traurig, dass wir das letzte Jahr dabei sind. Aber ihr dürft gern nächstes Jahr als Gast kommen und es gibt ja auch unsere Veranstaltung Showtime. Da seid ihr auch jederzeit herzlich willkommen, um einen Beitrag zu bringen. Also, alles Gute auch für euch. Ja? So, wir möchten jetzt noch uns erstens einmal herzlich bedanken für Ihr Kommen und wir wollen jetzt noch einen extra Applaus für unsere Schauspieler, Tobias, Tarek, Verena, Emily, Amanda, Dylan und Derek, Marco und Aisha, Gerson, unser Pilot, unsere Esoterikerin, unsere Sternschnuppensammlerin, die Nori, unser Roboter und unsere Gast und die Susanna. Und jetzt die ganzen Tänzer. Benjamin war hinter den Tonregern. An Lich, Gustav und Nikolas und unsere David und Ali. Und natürlich hat sie unser wunderbarer Chor Bescheid.
hätte nicht so gute Unterlage gehabt ohne diese großartige Band. Sie werden sehen, die Kinder haben nicht nur den Saal dekoriert, die Schüler haben auch mit den Lehrern natürlich die Dekoration von der Bühne gemacht, sie haben Kostüme gemacht, sie haben sehr viel geübt, teilweise schon über das ganze Schuljahr hinweg haben sie daran gearbeitet. Es wird alles live gespielt, es wird live gesungen, natürlich auch live auf der Bühne gespielt, ganz klar. Wenn es doch mal das eine oder andere Hoppala gibt, dann suchen wir natürlich um Entschuldigung, wir sind keine Profis. Aber die Kinder sind ganz toll drauf, haben viel Zeit investiert, sind natürlich heute besonders nervös, weil sie ihre Eltern da sind. Das ist noch einmal etwas anderes, als wenn Schüler vor ihnen sitzen. Aber herzlichen Dank noch einmal, dass Sie gekommen sind. Es wird eine kurze Pause geben, wo andere vierte Klassen auch ein kleines Buffet hergerichtet haben. Sie haben am Eingangsbereich auch schon eine Schülerzeitung bekommen. Auch danke dafür, dass Sie da fleißig gespendet haben. Und wir wünschen einen schönen Abend, viel Vergnügen und danke noch einmal für Ihr Kommen. Aber, meine Lieben, da darf die Band jetzt gleich ein bisschen weiterspielen. Alles würde nicht so funktionieren, wenn ihr nicht so tolle Lehrkräfte hättet. Deshalb bitte ich jetzt einmal heraus natürlich den Rudi Kratzl, die Bernadette Binder, die Eva Mötz. Im Hintergrund war noch die Elisabeth Kirschenhofer. Ich glaube, da hinten versteckt sich auch noch der Jakob Hofer. Huber, ja, dann Hof, Entschuldigung, dann Lisa, Moment mal, wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben noch die Lisa Fussi, den Joachim Huber, einmal sozusagen für alle, die ganz aktiv beteiligt haben. Hagen Matthias David, hab ich gestern, und die Karin als Soufflöse, so. Du bist auch schon da. Habe ich jetzt noch jemanden vergessen? Ich hoffe nicht, aber wir haben auch alle anderen Lehrkräfte, die da mit im Hintergrund gearbeitet haben, die bitte ich jetzt auch heraus. Bitte kommt heraus. Alle, die heute da sind. Alle der Reihe nach. Die Petra Vogtmann, der Herr Fischer, die Frau Wagner, der Herr Staudinger, der Herr Jadicer, die Frau Wagisreiter, die Frau Madl. Die Frau Wein. Bitte dich jetzt auch heraus. Bitte kommt heraus. Alle, die heute da jetzt noch jemanden vergessen? Sich selbst! Ich hoffe nicht, aber wir haben alle anderen Lehrkräfte, die da mit im Hintergrund gearbeitet haben. Ja, die Frau Wagisreiter gehört auch noch dazu, die hat bei der Schülerzeitung mitgearbeitet, ganz im Vordergrund. Das ist aber nur die halbe Mannschaft, der andere Teil ist dann morgen da. Also auch ohne diesen großartigen Team kann das nicht funktionieren. Ich freue mich, wenn es Ihnen allen gefallen hat und hoffe, Sie im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank noch einmal und einen riesen Applaus noch einmal an das tolle Team. Dankeschön. Ich freue mich, wenn es Ihnen allen gefallen hat und hoffe, Sie im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank noch einmal und einen Riesenapplaus noch einmal an das tolle Team. Danke.